wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, aus den heiligen Hallen heute anwesend sind, liebe Fabian, meine Wenigkeit und der liebe Kevin. Freunde, und heute werden wir euch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie es mit unserem ESP One weitergeht und wie gerade der Stand der Dinge ist. Beim letzten Mal hatten wir nur eine Netzkörperdatei, mit der wir nichts anfangen konnten. Dann haben wir einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet und tatsächlich hat sich jemand gemeldet, der liebe Michael. Und der hat uns diese Netzkörperdatei jetzt wunderschön in eine Volumenkörperdatei umgewandelt, wo wir jetzt wirklich richtig schöne Maße rausziehen können. Wir können einzelne Bauteile wegmachen, wir können sie wieder hinzufügen, wir können uns jetzt beispielsweise in den Rahmen da rein konstruieren, der perfekt passgenau da reinpasst und so weiter und so fort. Und das hilft uns natürlich enorm weiter bei diesem Fahrzeug, ganz anders wie beim Capri, wo wir wirklich nur mit Bildern agiert haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Volumenkörperdatei, die können wir jetzt verschiedenen Kollegen zuspielen, die uns da vielleicht beim Bau der einzelnen Anbauteile ein bisschen unterstützen möchten. Das ist zum ersten der liebe Luke vom Styrowerk, mit dem stehen wir auch schon im regen Kontakt, dem werden wir jetzt erstmal die Datei zuspielen, werden dann im Nachgang mal ein bisschen mit dem Brainstorming machen, was eigentlich möglich ist, was für Teile wir herstellen können und werden da vielleicht auch noch ein paar andere Hersteller mit ins Boot holen, weil sich doch etliche bei uns gemeldet haben und jeder Hersteller für sich hat andere Herangehensweisen und Verfahrenstechniken, solche Außenhautteile herzustellen und deswegen werden wir das wahrscheinlich mal so ein bisschen durchwürfeln, um uns mal verschiedene Techniken anzugucken. Ja, und dann haben wir in der Zwischenzeit auch schon uns ein paar Komponenten besorgt, das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen Achsteile schon mal liegen. Vom R8 für eine relativ schmale Mark, sage ich mal, für 1500 Euro haben wir wirklich alle Radseiten bekommen. Das heißt einmal die Achsschenkel und alle Querlenker, die wir wirklich benötigen für das ganze Teil. Die Teile habe ich jetzt schon mal Glasperlen gestrahlt, die sehen jetzt wirklich aus wie neu. Und hier haben wir jetzt nochmal so einen Träger, der noch nicht gereinigt und gestrahlt ist, so sah das Ganze vorher aus. Was allerdings ein bisschen blöd war, dass einer von den Lenkern schon zerstört war. Das heißt, bei einem war hier diese Gummimanschette schon weg. Das Lager an sich haben wir jetzt selber schon mal rausgeschraubt. Und dann haben die Kollegen hier ein bisschen Fusch betrieben, haben jetzt hier einfach in den Konus ein Loch reingebohrt, ein Gewinde reingeschnitten und haben das Ganze jetzt hier einfach auf der Mutter mit einer Schraube befestigt. Somit ist das Müll. Und wir haben uns jetzt auch schon bei Teilekatalog von Audi schlau gemacht. Das heißt, diese einzelnen Kugelgelenke hier, die gibt es nicht einzeln. Das heißt, wir müssen uns diesen einen Lenker hier nochmal wohl oder übel neu besorgen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal alle Achsträger, die wir hier für die Kiste benötigen. Ja, und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir die komplette Achsgeometrie, also das heißt die ganzen Anbindungen der Lenker, wo diese ganzen Querlenker drankommen, in unsere ESP-1-Karosserie übertragen. Dafür hat uns der Fabian hier schon mal zwei Skizzen ausgedruckt, damit wir da mal so einen groben Überblick drüber haben, was wir überhaupt für Dimensionen haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Radstand, das heißt Radmitte vorne zu Radmitte hinten haben wir jetzt bei unserem R8 einen Abstand von 2650 mm. Und bei unserem ESP One haben wir geschlagene 3057,6 mm. Das heißt geschlagene 40 cm Unterschied. Wir haben hier tatsächlich einen Radstand von 3 Metern. Das ist schon krass. Der Kevin hat jetzt immer geguckt, was da vergleichbar wäre. Das ist, glaube ich, der aktuelle 7er BMW. Der hat einen Radstand von gut 3 Metern. Ja, der Vorgänger vom aktuellsten. Wie heißt das Ding? GF. 11. Und das fährt der Semi-Gerkan bei Alarm für Cobra 11 oder was? Der Masse würde sagen 11. Ja, generell sind die ganzen Maße von der Kiste hier schon sehr speziell und utopisch, wenn wir uns jetzt allein mal die Fahrzeuggesamthöhe anschauen von 97,5 cm. Also liegen wir hier unter einem Meter, Freunde. Das ist schon echt krass. Diejenigen, die mal hier neben unserem Capri gestanden haben, das Ding ist 113 cm hoch und das Ding ist geschlagene 16 cm flacher. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal hier ungefähr die Dachhöhe annehme mit 16 cm, dann wäre jetzt hier die Dachoberkante von unserem ESP One. Dann haben wir uns natürlich noch ein paar andere Maße rausgezogen, zum Beispiel die Radgrößen. Da haben wir auf der Hinterachse quasi ein 21 Zoll Rad, auf der Vorderachse ein 19 Zoll Rad. Also ähnlich wie bei unserem Capri gestaffelt. Das heißt, wir haben ja hier vorne 17 und hinten 20. Das ist sogar noch krasser hier, ne? Ja, drei Stufen, 3 Zoll größer hinten. Was? 3 Zoll größer, was? Vorne 17, hinten 20. Ja. Ja, 3 Zoll Unterschied. Und hier sind es nur 2 Zoll Unterschied. Ja. Bist du noch da, oder? Ja, hast du einen Schlaganfall gerade?
Was natürlich wiederum auch tricky ist, da beim R8 die Radgrößen vorne und hinten natürlich ziemlich identisch sind. Das heißt, wir müssen das wieder bei unserer Achskonstruktion mit einberechnen, dass wir die Achsen unterschiedlich hoch positionieren, damit das Teil am Ende des Tages gerade steht. Ansonsten haben wir wahrscheinlich das Problem, dass an der Hinterachse die Querlenker übelst nach oben ragen und vorne die Querlenker schon noch gerade stehen. Und um das zu umgehen, müssen wir das auf jeden Fall bei der Konstruktion unseres Rahmens mit einbeziehen. Ja, und generell, wenn ihr mal die Maße hier betrachtet, der hintere Reifen, was hat der für eine Höhe von Maß? Also die Radhöhe mit Reifen, gell? 76 cm. Das heißt, bitte, das Ding liegt ja jetzt nicht auf dem Boden auf, aber 76 cm, wo sind wir denn hier daheim? 76 cm ist hier, also das ist Radoberkante und dann haben wir 97,5 Dachhöhe, das ist hier. Also der kleine Bereich hier, das ist Unterschied Radoberkante zu Dachhöhe. Und das ist nicht viel. Also das Ding ist gerade mal, keine Ahnung, 15 cm höher wie das hintere Rad. Das sieht man auch ganz geil hier auf den Bildern teilweise, dass das wirklich kein großer Unterschied ist. Ich meine, ist das Rad jetzt hier ein bisschen vom seitlichen Kotflügel überdeckt. Das heißt, wir nehmen mal ungefähr die Höhe hier an, hier die Dachhöhe. Und das haut dann tatsächlich hin, dass das Ding wirklich nur so flach ist. Was alles ein bisschen tricky wird, weil selbst in unserem Cabrio war es schon ziemlich eng, ne? Bei einer Dachhöhe von 1,13 Meter. Deswegen haben wir uns letztendlich auch für die Kierkegaard-Sitze entschieden. Die Dinger, die stehen ja unten einmal flach auf dem Fußboden auf und oben haben wir halt auch nicht mehr sehr viel Platz. Ich gehe mal davon aus, dass wir keinen Sitzhersteller finden werden, der uns da einen Sitz baut, der da reinpasst. Deswegen werden wir wahrscheinlich selber was bauen müssen und werden dann wahrscheinlich auch unsere Sitzposition quasi so ein bisschen nach hinten angelehnt bauen müssen, dass wir quasi so in der Kiste drin sitzen. Ja, ich doch so ein bisschen mein Formel-1-Wagen. Hast du doch so ein bisschen mein Formel-1-Wagen? Dein Formel-1-Wagen müssten wir so einbauen. Oh, gib mir die Kiste wieder hier. Ja, nur mal so grob zu den Maßen von der Kiste, das ist schon teilweise geisteskrank. Oder auch die Fahrzeugbreite. Haben wir jetzt hier 2,14 Meter und der R8 ist von Karosserie zu Karosserie 1,94 Meter. Also das ist auch schon enorm. Wir können ja mal gerade den Capri messen. Wie breit er ist, ich glaube, da war die breiteste Stelle hier vorne beim Kotflügel, ne? Ich glaube schon. Bist du bei der Ecke da ungefähr, also 2 cm nach vorne? Ja, ist 1,96. 1,96? Ja. Also 2 cm breiter als der R8. 2 cm breiter als der R8 und der ESP One ist wie viel breiter? 18 cm. Also fast 20 cm breiter, das ist schon crank. So viel breiter mehr das Teil, also so viel pro Seite. Und wer mal vor der Kiste gestanden hat, der weiß, wie breit das Teil ist. Dann nochmal 10 cm pro Seite breiter und auch nochmal 16 cm flacher. Also das Ding wird schon eine Granate, das ist schon crazy. Ja! Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal Gedanken machen, wie wir quasi die ganze Achsgeometrie vom R8 in unseren ESP One kriegen. Das können wir einerseits mit meinem altbeliebten Zollstock machen. Das wäre die erste Lösung. Das heißt, ich habe mir jetzt auch schon mal hier die ganzen Rahmenabstände, die Anbindung von unseren Dreieckslenkern quasi hier ausgemessen. Das sind hier jeweils die Punkte hier, wo die Lenker drankommen. Ich kann euch das nochmal schnell an der Vorderachse demonstrieren. Das sind jetzt quasi unsere Lenker, das ist unsere Radnabe. Und die wird jetzt hier so an die Karosserie angeflanscht. Das heißt, die ganzen Abstände zueinander, also von rechts nach links, müssen wir jetzt auch so auf unseren neuen Rohrrahmen übertragen. Was ein bisschen blöd ist, dass wir jetzt hier so komische Haltefüße haben. Die sind auch unterschiedlich konstruiert und geformt. Am liebsten würde ich die sowieso komplett weglassen, weil ein so ein Halter plus die Schraube kosten Fuffi. Das heißt, pro Radseite sind wir bei 200 Euro, da sind wir bei rundherum 800 Euro. Und das ist natürlich wieder zu much für den Johansi. Da will er wieder sparen wie ein Fuchs. Deswegen werden wir wahrscheinlich eine Lösung nehmen, wie man das herkömmlich auch bei so einem Rohrrahmenbau macht. Wir nehmen dann einfach hier so Schweißlippchen, werden die dann hier an unseren Rohrrahmen ansetzen und werden das Ganze dann hier so verschrauben. Wir müssen natürlich auf die ganze Bemaßung dann achten, da hier die Abstände wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlicher sind als wie mit den originalen Haltern. Das müssen wir uns dann alles rausmessen. Und zusätzlich haben wir aber das Problem, weil jeder, der so einen Rohrrahmen baut mit solchen Schweißlaschen, hat natürlich auch universelle Lenker. Das heißt, die Lenker an sich sind ja schon ein bisschen einstellbar für die Spur und Sturz und so weiter und so fort. Das hätten wir in dem Fall halt gar nicht, was wir wiederum an den Originalfüßen hätten. Wir haben hier eine Exzenterschraube, wo wir jetzt quasi unsere Spur, Sturz etc. einstellen können.
Und das werden wir uns entweder selbst bauen für diese Schweißlippen oder wir kriegen da irgendwas universellem Zubehör bestellt, das man dann hier aufschweißen kann und wir uns da quasi auch unsere Spur einstellen können. Nur mal so grob fürs Verständnis. Ja, und zudem müssen wir natürlich die ganzen Achspositionen, einmal die hintere Achsposition wahrscheinlich nach hinten verschieben und einmal die vordere Achsposition etwas nach vorne verschieben, weil wie eben schon erwähnt, sind wir ja mit unserem Achsstand hier ungefähr 40 cm weiter auseinander als original beim R8. Und das Ganze wird ziemlich tricky werden. In der Regel wollte ich eigentlich so anfangen wie beim Capri auch, dass wir uns eigentlich erstmal eine Bodengruppe bauen und dann quasi erstmal die unteren Aufnahmen für die Lenker bauen und alles andere dann nach oben aufgebaut staffeln. Allerdings ist es hier ein bisschen komplizierter, weil wir halt hier auch verschiedene Winkel haben, verschiedene Zwischenverstrebungen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auch hier dieses A-Profil mitnehmen, da wir ja hier oben noch die Anbindung für unseren Stoßdämpfer haben. Das heißt, einmal ist der Stoßdämpfer auf so einem Dreieckslenker drauf und einmal hier oben an der Karosserie. An der Vorderseite ist das ziemlich ähnlich. Da haben wir hier auch einmal hier die Anbindung für den Dämpfer unten und hier oben drinnen dann für den Dämpfer hier oben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auch hier diese oberen Positionen irgendwie auf unseren Rohrrahmen übertragen, damit wir dann auch die Originaldämpfer oder Zubehördämpfer in dem Fall von H&R uns hier in unseren neuen Rohrrahmen mit einkonstruieren können, was wahrscheinlich gar nicht so easy wird, weil nämlich die obere oder der obere Aufnahmepunkt von dem Dämpfer ziemlich hoch ist. Und da wir ja mit dem Teil hier generell sehr flach sind, hoffe ich halt mal, dass der Punkt von dem oberen Dämpfer nicht höher ist als das Heck hinten von unserem ESP1. Aber so wie das aussieht, können das gerade so hinhauen von der Bemaßung. Ja, so viel zur groben Konstruktion. Und das Thema Rohrrahmen, das versuchen wir auch selber so ein bisschen in Angriff zu nehmen, was das Konstruieren angeht. Genau. Also ich habe ja schon gesagt, wir wollten ja wie beim Capri eigentlich unten anfangen. Das ist aber in dem Sinne nicht möglich, weil das halt zu kompliziert ist mit der Achsgeometrie da hinten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal anfangen, uns das Häuschen zu bauen. Das heißt, die Fahrgastzelle werden wir jetzt als erstes konstruieren. Ich habe mich mit Fabian auch schon die Tage mal dran gesetzt. Muss man auch sagen, dass wir da auch keine Spezialisten für sind, Fabian, ne? Nee. Learning by doing. Das heißt, ich habe da meistens irgendwie die groben Ideen, wie wir das am besten angehen. Versuche das dann Fabian zu vermitteln. Und der Fabian muss das dann irgendwie mit seinen leichten Kenntnissen von welchem Programm? Fusion versuchen in einem 45er Rohr umzuwandeln und dieses dann durch diese Fahrgastzelle zu leiten, wo ich das gerne hätte. Und wenn dem Johannes dann 10 Minuten später was einfällt, na, das hätte man doch so und so machen können, das dann Ganze dann wieder rückgängig zu machen und so weiter und so fort. Ohne große Kenntnisse ist es ziemlich kompliziert, aber wir werden uns da irgendwie durchwurscheln. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das komplette Cockpit fix und fertig designen, das heißt einmal hier mit dem Überrollbügel, da kommt ein Kreuz rein, dann werden wir wahrscheinlich auch noch eine kleine Sichtscheibe hinten integrieren, weil hier in unserer originalen R8 Karosse war ja hinten so eine kleine Sichtscheibe drin, die wollen wir versuchen dann wieder zu übertragen in unseren ESP1, dass wir die dann wieder einsetzen und werden uns die A-Säulen hier machen, die komplette Bodengruppe und dann von diesem Cockpit aus unsere Achsanbindung einzeln konstruieren, einmal die Vorderachse und einmal separiert die Hinterachse. Wie so ein Carbon-Monocoque, Kevin, gell? So Fahrzeughersteller, die so Supercars bauen, die haben ja meistens einen Carbon-Monocoque. Und dann werden dann meistens die hinteren Achskonstruktionen und die vorderen Achskonstruktionen auch einfach verschraubt. Wir machen das so in der Art, nur machen das halt aus einem kompletten Rohrrahmen. Weil wir nämlich auch die unterschiedlichen Höhen quasi ein bisschen beachten müssen. Wegen den Reifen, habe ich ja vorhin schon mal erklärt, was alles ein bisschen schwierig gestaltet. Ja, soweit so gut zu unserer jetzigen Vorgehensweise. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den groben Rohrrahmen konstruieren, Fabian. Mhm. Und dann werde ich entweder mit dem Zollstock von dem Rahmen, den wir schon konstruiert haben, mich ein bisschen umdenken oder reindenken in die Karosserie, um zu messen, okay, die Achspunkte müssen vom Boden angesehen. Also wir müssen das Ding dann natürlich noch ausnivellieren, entweder auf die gerade Platte da hinten buxieren oder auf unsere Richtbank schnallen. Und müssen uns dann die ganzen Punkte ausmessen und dann dementsprechend nach hinten verziehen. Oder es gibt noch eine andere Lösung, nämlich der liebe Michael von 3D-CAD Fabrik hat uns angeboten, der hat nämlich so einen schönen Scanner. Dann könnten wir theoretisch auch die komplette R8 Karosserie scannen und könnten uns diese ganzen Achsaufnahmepunkte hier raus scannen und die dann schon mal in unser ESP1 Volumenkörperdatei einfügen, die auf die entsprechende Länge variieren, damit wir die Radmitten von unserem ESP1 haben und dann alles andere rauslöschen, außer diese Achspunkte und könnten uns dann theoretisch unseren Rohrrahmen an diese Achspunkte dran konstruieren, was natürlich auch ein Lösungsweg wäre. Ne? Mhm. Weiß ich halt wieder nicht, wie kompliziert das ist und wie langwierig und wie lange das dauern würde.
Deswegen will sich der Johannes da erstmal wahrscheinlich ein bisschen mit dem Zollstock vorkämpfen. Aber mal gucken, wie weit wir da kommen oder ob wir am Ende des Tages das Teil doch scannen müssen. So Freunde, dann würde ich sagen, dann war es das schon wieder von unserem kurzen und kleinen knackigen Überblick zu unserem ESP-1. Ist eine, vorneweg jetzt erstmal sehr viel Theorie, bevor es dann hier richtig losgeht. Ich meine, wir haben hier schon ein paar Brocken liegen und spätestens dann, wenn wir hier die Rundrohre reinspazieren, werden wir dann auch mal anfangen, hier ein bisschen was in die Tat umzusetzen. Wir haben uns jetzt letztendlich auf 45er Chromostahl geeinigt, will ich doch hoffen, Freunde, oder? Mhm. So wird es wahrscheinlich werden. Und ja, dann hat es uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde, falls ihr uns irgendwie bei unserem Projekt unterstützen möchtet, schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei oder aber der Fabian hat euch auch mal eine kleine PayPal-Donation-Link eingerichtet, wo auch schon fleißig Spenden von euch eingegangen sind. Schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür, das unterstützt uns hier bei unserem Projekt wirklich sehr und ja, sagt eurem Nachbarn gerne Bescheid, hier geht's voran und ciao, bis zum nächsten Mal.